Liebe Zuschauer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie Interesse an unserer Sendung haben. Die Lage ist mehr als dramatisch. Offenbar rechnen deutsche Behörden in diesem Jahr schon mit sage und schreibe 1,5 Millionen neuen Asylbewerbern. Ein internes Papier spricht von 7.000 bis 10.000 illegalen Grenzübertritten pro Tag. Wohlgemerkt illegalen Grenzübertritten. Nirgendwo wird das Asylchaos deutlicher als am Berliner Lageso in der Moabiter Turmstraße, vor dem ich mich gerade befinde. Hunderte sogenannter Flüchtlinge belagern das Amt, kampieren auf dem Gelände und beinahe täglich kommt es hier zu Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen Gruppen und mit den Sicherheitskräften. Wir haben uns für Sie an Deutschlands Asylbrennpunkt Nummer 1 umgesehen. Das Lageso in Berlin-Moabit. Seit in der Hauptstadt jeden Tag über 400 Asylforderer ankommen, gleicht die Situation vor dem Amt einem Belagerungszustand. Jede Nacht kampieren auf dem Gelände Hunderte von Migranten, um sich am Morgen möglichst als Erste registrieren zu lassen und ihren Antrag zu stellen. Der Freifahrtschein für das Asylparadies Deutschland, das Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerufen hat. Täglich kommt es zu Rangeleien und verbalen Auseinandersetzungen, alle paar Tage zu Schlägereien und Aufruhr. Sogar ein kleines Kind ist in dem Getümmel schon verschwunden. Polizei und Sicherheitsleute sind im Dauereinsatz. Die Grenze des Zumutbaren ist schon weit überschritten. In der politischen Debatte ist das Lageso weit über die Grenzen Berlins hinaus bestimmendes Thema. Doch während sich die meisten Politiker hauptsächlich um das Wohlergehen der ausländischen Bittsteller kümmern, blieb es wieder einmal der NPD vorbehalten, auf die Folgen des Asylirrsinns für die einheimische Bevölkerung hinzuweisen. Bei einer Kundgebung der Nationaldemokraten vor dem belagerten Amt fand der Parteivorsitzende Frank Franz deutliche Worte. Wer wirklich Kriegsflüchtling ist, dem wollen wir gerne helfen. Deutschland kann aber nicht das Sozialamt für die ganze Welt spielen. Bei einer Anerkennungsquote im einstelligen Bereich und wenn man sich vor Augen hält, dass wir pro Flüchtling im Schnitt 1.200 Euro monatlich bezahlen, und wenn wir hören, dass in diesem Jahr etwa 1 Million zu uns kommen, dann kann man sich ausrechnen, was alleine jene für Kosten verursachen, die eben nicht aus Kriegsgebieten flüchten, sondern sich hier in Deutschland schlicht und ergreifend ein besseres, weil schöneres Leben erhoffen. Dass es sich bei den Asylheischenden zum überwiegenden Teil um Menschen handelt, die schon an der Grenze hätten abgewiesen werden können, scheint weder in Berlin noch anderswo die Behörden zu bekümmern. Dabei ist § 18 Absatz 2 Nummer 1 des Asylverfahrensgesetzes mehr als eindeutig. Demnach ist es zwingend geboten, einem Ausländer die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Warum diese Vorschrift nicht angewendet wird, ist weitgehend unbekannt. Sie wurde nämlich heimlich, still und leise von Bundesinnenminister Thomas de Maizière höchstpersönlich außer Kraft gesetzt. Gemäß § 18 Absatz 4 Nummer 2 ist von der Einreiseverweigerung bei Einreise aus einem sicheren Drittstaat ausnahmsweise abzusehen, soweit das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat. Diese Ausnahme ist nun zur Regel erhoben, womit der Bundespolizei an der Grenze die entscheidende gesetzliche Funktion genommen worden ist. Darüber sind die Asylbewerber vom Lageso sichtlich erfreut, wie wir bei unserem Besuch feststellen konnten. Offenbar hat es sich herumgesprochen, dass Deutschland die Spendierhosen anhat. Who does pay for this or pay for take the family here? For them to come over here. No, if I wait here maybe 1 year or 2 years, they give me paper and they pay for everything. So I can bring them by the German problem. Money. No problem, yeah. If I want to bring them by myself, by my money, that's cost too much. Auch andere sogenannte Flüchtlinge kommen mit einer Erwartungshaltung zu uns, die einen staunen lässt. Do you want to take your family here to Germany? Yeah, yeah. Yes? I have a wife and a little child. You said it costs $3,000 mm-hmm. or euro. Mm-hmm. So who did it pay? I ask here, then maybe the government help me. Maybe, I don't know. Mittlerweile ist klar, dass allein in diesem Jahr 1,5 Millionen neue Asylforderer nach Deutschland kommen werden. Rechnet man die zu erwartenden Familiennachzüge hinzu, könnte sich die Zahl bald vervielfachen.
Wenn jetzt nicht endlich Maßnahmen ergriffen werden, um den Zustrom zu stoppen, wird der Belagerungszustand weiter anhalten. Nicht nur vor dem Berliner Lageso, sondern überall in Deutschland. In Berlin kann man hautnah erleben, was der französische Schriftsteller Renaud Camus als den großen Austausch beschrieben hat. Stoppen wir dies endlich und tauschen lieber die herrschenden Politiker aus, bevor diese das Volk ausgetauscht haben. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, abonnieren Sie die Deutsche Stimme oder lassen Sie uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen. Jeder Euro zählt. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Emma Stapel.